Hallöchen! Ich habe euch heute schon ein bisschen was aufgebaut. Ich möchte euch heute nämlich das Spiel Der Hund hat immer Recht zeigen. Das ist ein ziemlich cooles Spiel für Hunde, die unsicher sind, für Hunde, die noch ganz wenig oder wirklich gar keine Shaping-Erfahrung haben, also in freien Formen, wo sie selber was ausprobieren und selber Verhalten anbieten und zeigen sollen, sodass man sie so Schritt für Schritt zum Endverhalten quasi hin belohnt und formt. Für diese Hunde ist das ganz, ganz toll, weil sie eben in diesem Spiel nichts falsch machen können. Das heißt, der Hund hat immer recht und genau so ist es. Der Hund kann in diesem Spiel keine Fehler machen. Alles, was der Hund macht, ist richtig und wird belohnt. Das heißt, für uns Menschen, wir müssen sehr gut beobachten, was unser Hund macht, sehr gut aufpassen und natürlich auch schnell sein mit der Belohnung. Ich habe dafür ein Feld aufgebaut und man nimmt am besten oder ungefähr passe ich ein Feld von 2 mal 2 Metern und nimmt Gegenstände mit rein, die der Hund vielleicht kennt, also Spielzeug oder irgendwelche anderen Gegenstände, die er vielleicht aus dem Training kennt und gerne auch vollkommen unbekannte Dinge, die für den Hund eben noch gar keine Bedeutung haben. Deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel noch so einen Korb, ein Spielzeug von meinem Kind. Nimm ein bisschen Altpapier, einfach eine Tüte und einen alten Karton. Das hier ist eine Backmatte für Leckerlis. Die habe ich einfach umgedreht, hingelegt, sodass sich das ein bisschen komisch anfühlt, wenn sie rauflaufen würde. Ja, und eben ein paar Trickgegenstände, einen Becher, eine Blume und eine Decke, die ich einfach zusammengeknüllt habe, so eine ganz kleine, dünne. Sodass hier ganz viele Dinge sind, die vielleicht etwas für den Hund schon bedeuten, dass er schon mal irgendeine Erfahrung damit gemacht hat, aber auch gerne Dinge, die für den Hund vollkommen neutral sind. So, das baut man auf, sodass der Hund es möglichst gar nicht erstmal sieht. Dann hat man ein bisschen diesen, oh, Überraschung, da liegt ganz viel Effekt, wenn man gleich reinkommt. Deswegen sitze ich hier auch gerade ohne Hund. Die Hunde sind alle draußen und ich werde jetzt gleich die Happy reinholen. Man kann den Hund anleinen, man kann auch mit dem Hund ohne Leine hineingehen in das Feld hier. Ich werde Happy gleich wahrscheinlich an der Leine haben. Genau, und ich mache das mit Happy heute, weil Happy eben auch am wenigsten Shaping-Erfahrung hat und auch ein kleines unsicheres Mäuschen manchmal ist, sodass sie von dem Spiel tatsächlich einfach auch doppelt profitieren kann. Und werde mich jetzt mit Leckerlis bewaffnen und mit dem Hund. Und dann werde ich euch das Ganze einmal zeigen. Wichtig ist, wenn ihr das mit eurem Hund macht, man kann sich wahrscheinlich wirklich ewig damit aufhalten. Stellt euch vielleicht einen Timer, dass ihr vielleicht einfach erstmal 2 bis 3 Minuten trainiert. Dann könnt ihr eine Pause machen und einfach rausgehen, woanders hingehen und dann nach ein paar Minuten nochmal reinkommen und vielleicht nochmal 2 bis 3 Minuten trainieren oder ihr baut es einfach ab danach. Ebenfalls wichtig, ich habe gesagt, alles, was der Hund macht, ist richtig. Das heißt, habt bitte selber keinerlei Erwartungen, was hier passieren soll. Es kann reichen, dass der Hund einen Blick in eine Richtung von irgendeinem Gegenstand wirft, dass er vielleicht irgendwo schnüffelt, dass er es mit der Pfote berührt oder mit der Nase anstupst oder was auch immer. Es kann auch einfach erstmal sein, dass der Hund da durchläuft. Alles, was der Hund hier in diesem Feld macht, ist richtig. Also gut beobachten und selber keine Erwartungen haben, weil einen das häufig einfach bremst, im Sinne von, dass man eben nicht mehr einfach alles belohnt. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim Ausprobieren natürlich auch. Gut. Ich belohne die Happy jetzt auch ungefähr mal da, wo sie eben war oder was, wohin sie geschaut hat oder sich bewegt hat. Gut. Super. Und versuche sonst eben möglichst nichts zu machen, deswegen rede ich jetzt gleich auch nicht mehr. Super! Prima. Jawohl! So, den drehe ich mal um, damit wir nicht immer nur die Nase da rein haben. Gut. Super klasse! Wenn der Hund nichts macht, gut, prima, könnt ihr euch einfach ein bisschen um das Feld gut herum bewegen. Die Happy hechelt übrigens, weil sie gut, prima, eben im Garten ein bisschen gespielt hat.
Super. Prima. Hat sie die Pfote bewegt, das habt ihr vielleicht nicht so gut sehen können. Gut, prima. Super, das waren 2 Minuten, das war mein Timer. Deswegen mache ich jetzt eine Pause und zeige euch gleich nochmal 2 Minuten. Ja, prima. Sehr gut. Gut. Ui. Gut. Gut. Ja, super. Gut. Gut. Boah, du bist ja prima. Ihr seht, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen umgeräumt und den Korb rausgenommen. Super. Ja, super, bist du prima. Happy. Ja, super. Prima, mutig. Mit einem Leckerli runtergefallen. Wenn mir was runterfällt, lasse ich es hier den Hund einfach essen. Gut. Super. Boah, steigst du da drauf? Prima. Gut. Gut. Super. Prima. Und es sind wieder 2 Minuten um. Deswegen machen wir eine Pause. Mal langsam. So. So, ich streue der Happy jetzt ganz viel, damit ich euch schnell erklären kann. Also, ich habe jetzt ganz, ganz viel belohnt. Und sie hat auch ganz, ganz viele coole Dinge gemacht. Und ich habe tatsächlich versucht, wirklich alles zu belohnen. Nur wenn sie immer und nur noch das Gleiche gemacht hat, dann kann man zum Beispiel einen Gegenstand rausnehmen. Wenn man das macht, ganz wichtig, belohnt sie irgendwo anders hin. Also kullert vielleicht ein Leckerli nach rechts und nehmt dann, während sie das frisst, den Gegenstand raus, damit der Hund es nicht mitbekommt. Oder lasst ihn einfach stehen und macht nach der Pause, baut es ein bisschen um im nächsten, zwischen den einzelnen Minutentrainings oder 2 Minuten Trainings, baut es ein bisschen um, nehmt ihn dann vielleicht mit raus. Genau, ansonsten könnt ihr einen Klicker oder Marker benutzen. Ja. Und ganz viel Spaß mit euren Hunden haben. Und ich finde es ganz, ganz spannend, was die Hunde dann einfach auch vielleicht mal für Dinge tun, was man gar nicht so erwartet hätte. Berichtet das gerne mal in den Kommentaren, was euer Hund so gemacht hat. Ich bin ganz gespannt. Und die Happy darf jetzt wieder in den Garten. Macht's gut. Tschüss.